Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Firefox OS bitte nicht verfolgen. Niemand möchte verfolgt werden, es sei denn, man ist bei Twitter und möchte, dass Follower die Timeline verfolgen. Beim Besuchen einer Webseite ist es möglich, dass individuelle Daten ausgewertet und genutzt werden. Die Besucheraktivitäten werden durch das sogenannte Tracking verfolgt. Durch das 2009 eingeführte HTTP-Header-Feld DNT, Do Not Track, kann man eine Notiz an den Browser kleben mit dem Wunsch: Ich möchte bitte nicht verfolgt werden. Meine Aktivitäten bitte nicht speichern und auswerten. Die besuchten Webseiten können dem Wunsch nun nachkommen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Die Notiz bitte nicht verfolgen kann bei Firefox OS wie folgt erstellt werden. Man geht zu den Einstellungen, geht in den Bereich Datenschutz und Sicherheit und klickt auf Nicht verfolgen. Ich lese mal vor, was hier steht. Wie funktioniert die Funktion Nicht verfolgen? Falls Sie Nicht verfolgen aktiviert haben, so sagt Ihr Gerät jeder Webseite und App, wie auch Werbetreibenden und anderen Inhalteanbietern, dass Ihr Verhalten nicht verfolgt werden soll. Das Aktivieren von Nichtverfolgen beeinflusst weder Ihre Fähigkeit, sich bei Webseiten anzumelden, noch verursacht sie ein Vergessen privater Informationen wie Inhalte von Warenkörben, Standortinformationen oder Anmeldedaten. Einfach ein Häkchen setzen und fertig. Beim Firefox-Browser findet man die Einstellung zu DNT, Do Not Track, unter Bearbeiten, Einstellungen, Datenschutz und hier gibt es jetzt die Möglichkeiten, Webseiten mitteilen, dass ich nicht verfolgt werden will, Webseiten mitteilen, dass ich verfolgt werden will und Webseiten keine Präferenz zur Verfolgung mitteilen. Ich möchte natürlich nicht verfolgt werden. Dies findet man ebenso unter About Doppelpunkt Config. Man sucht nach Privacy. Und das ist jetzt hier die richtige Einstellung. Privacy.DoNotTrackHeader.enabled mit dem Wert True. Wenn es dir gefallen hat, mach ein Abo. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.